Welle an Modus. Entspannt. Klassisch. Ah, wir nehmen entspannt. Wir sind auch total entspannt. Und ganz gechillt drauf. Herzlich willkommen damit, liebe Leute, zu Let's Show Yoshi's Crafted World. Yoshi's Crafted World erscheint im März von Nintendo Switch. Und wir können nun schon eine Demo-Version spielen. Ihr könnt die auch spielen, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Die wurde letzte Woche Donnerstag zu Nintendo Direct angekündigt. Ich habe das irgendwie in den letzten Tagen hinterhergeschoben. Ich wollte es machen andauernd, habe es dann aber irgendwie, was habe auch immer, doch nicht gemacht. Nur mache ich das und nun kommt mein Video zur Demo-Version von Yoshi's Crafted World. Ich bin gespannt. Das ist wie gesagt nur ein kleines Test. Und ich bin wirklich gespannt auf Yoshi und finde es cool, dass Nintendo einen so eine Demo vor Release gibt. Ja, wie gesagt, ich bin erst gespannt, wie das Ganze dann wird. Nintendo hat bis jetzt schließlich irgendwie noch nicht so viel. Ich finde, Nintendo hat bis jetzt halt noch nicht krass so viel von dem Spiel gezeigt. Also natürlich hat man Gameplay gesehen. Man konnte es noch nicht wirklich anspielen, weil es gab noch keine Gamescom, nichts, wo man spielen konnte. Das ist hier das erste und dann schauen wir uns doch mal an. Dampflokrennen im Sonnenschein-Stadion. Let's a go. Yay. Ich bin gespannt. Ich werde das Spiel natürlich let's playen, so release, wenn das erscheint. Das ist klar. Bis dann habe ich dann auch endlich eine bessere Belichtung für meine Facecam. Was auch so angenehm sein wird. Ja, man kann Gegner, glaube ich, fressen. Und man kann Gegner... Mit B kann man Gegner fressen. Ist ein bisschen so wie bei Yoshi's Woolly World von der Wii U, also das hängt das so zusammen, wenn man Gegner frisst, dann bekommt man Eier. Das ist aber Yoshi's Woolly World, war es Walle. Hier ist jetzt in dem Fall jetzt Eier. Und diese Eier kann man auch werfen, wenn man anfixiert. Und kann damit dann irgendwas treffen. Wie gesagt, die war Yoshi's Woolly World, war das, oder waren das noch, weiß bekannt, damit ist das Dingy töten und umnieten. Genau. Bei Yoshi's Woolly World waren das, wie gesagt, war das so Wolgarn, Wolle. Hier sind es Eier. Fliege hoch und höher. Wenn du A gedrückt hast, kann Yoshi's weben. Das ist auch ganz angenehm. Und so Kindergarten-Mode eher. Ist halt, wie gesagt, wie Yoshi's Woolly World. Was ich zur Hälfte erst mal als Blatt hatte. Die, Dinger hier, die kennen wir noch von irgendwoher. Kann man es überlegen, ob man entweder hier dran. Oh ne, da geht es gar nicht weiter, muss man dann hier hoch. Sieht aber grafisch so vom Pub-Style aus ja wirklich sehr cool aus. Also gefällt mir sehr gut. Ei legen. Nachdem wir aus seinem Gegner genau mit B kann man dann eben ein Ei. Das hatten wir ja schon bereits gemacht gehabt. Und gleich ein bisschen erklärt, wie man dann mit Gegner treffen kann. Genau, mit X kann man anvisieren. Was sogar deutlich besser ging noch wie auf der View. Und kann das dann auf Gegner lossausen lassen. Damit die verschwinden, auch hier nach oben. Also diese Dinger kann man dann auch anvisieren. Damit ich das zum Beispiel Treppen öffnen, wo man weiterkommt. Das ist zum Teil sehr wichtig, deshalb immer Ausschau halten nach den Dingern. Und die am besten, sobald man die hat, einfach direkt fressen. Also nicht töten, sondern fressen, weil damit kommt man einfach hier so als Zusatzdinger und hat eben auch noch Eier hinten dran und diese sind wichtig. So, hier sind noch Leben, die sammeln wir doch gerne ein. Ich habe nämlich gerne voll Leben. Und damit kann man auch ein Beispiel hier zeigen, um die Blumen einzusammeln. Das ist auch immer sehr schön. Ich erkläre immer am besten, wie das mit Spielen funktioniert. Zum Beispiel kann man hier jetzt eben auch diese Coin crappen, wie wir es gemacht haben. Das ist sehr sick. Hier aus den Dingern gibt es die ganzen Eier raus. Finde ich es witzig. Ach, seit das der ging es daneben. Finde ich das ehrlich witzig, dass das so mit Eiern ist, die man so
ne, abschießen muss. Die man schießen benutzen kann, weil ist ja auch nicht, das ist Volley World, sondern das ist Crafted World. Aber merkt schon, dass es deutlich darauf anspielt. Ja, das ist ein Satz mit X. Ich glaube, man muss hier treffen. Genau, dann geht's auf. Irgendwie hat es noch eine Erinnerung. Aber schauen wir, dass wir uns erstmal geswendet hier den noch einen Wollknoll holen, damit wir genügend haben. Ja, wunderbar. So, ist ja eigentlich ganz nett hier, das Level. Sind auch gar nicht so kurz tatsächlich. Vielleicht liegt es daran, dass das Tutorial-Level ist, aber ist gar nicht mal so kurz. Da haben wir jetzt erst 2 von den ganzen Blumen eingesammelt. Und hier kommt Kamek. Falls du denkst, hier gibt es Juwelen, vergiss es. Tatsächlich wirst du von diesem Ort, wirst du diesen Ort nie verlassen. Uff, ist das also der erste kleine Bosskampf, den hier, den man ausprobieren kann, oder wie ist das? Sieht ja zumindest ein bisschen nach aus, ne? Also, ohne einen Zug hast du keine Chance, viel Glück bei der Suche nach den fehlenden Teilen. Ach so, also nächster Bosskampf. Hier. Muss man einfach gesagt 3 Teile einsammeln, die fehlen. Okay, gäbe sogar noch mal Wolle. Aber zuerst müssen wir nach den fehlenden Teilen suchen. Ah, die haben wir ja ganz schön kaputt gemacht, hier die Dinger. Yay, hier haben wir halt die nächste Blume auch. So, jetzt müssen wir das Ding hier. Ach, es tut mir aus Versehen. A statt B. A statt X und wundere mich dann, weshalb hier nichts passiert. Dann müssen wir erstmal überlegen, ob mir irgendwas. Ich glaube, das wird angezeigt, wenn man hier irgendwas kaputt machen kann, beziehungsweise es da irgendwo weitergeht. Yay. Sind wir auch nochmal hier nach oben. Schauen wir es mal. Ah, gut, hier geht's auch hoch. Wunderbar. Dann geht's überall hoch hier. Hier neu leben. Weil hier haben wir jetzt eh noch keine wirklich so krass verloren. Aber ist das cool. Das Spiel ist cool und so angenehm. Und hier haben wir es in das erste Teil gefunden. Was wir jetzt auch erfolgreich mitschleppen werden. Ja, wunderbar. Ich glaube, das kommt jetzt eigentlich direkt zum Gleis. Zum. Zug tragen. Super. Jetzt fehlen nur noch 2 Stück und die werden wir auch finden. Hoffe ich zumindest. Ah, nee, es fehlen noch mehr, aber hier haben wir es doch. Nee, das ist alles, fehlen nur 2 Sachen. Bringen wir alles auch mal zurück hier. Aber muss sagen, die Demo spielt es echt nice. Also ich vermute mal, dass ihr ja alles schon gespielt habt. Ich spiele es, wie gesagt, zum ersten Mal. Keine Ahnung, ich wollte es eigentlich schon vor Tagen machen. Hab's aber weshalb auch immer irgendwie sein gelassen. So, ein Teil fehlt uns so noch, aber das hinten war es auch hier irgendwo. Bin ich mir sicher, dass ich vielleicht mal ein bisschen versteckt. Aber da werden wir schon überleben. Ja, danke dafür. Da gibt es immer neue Leben. Obwohl ich nie irgendwie neue Leben brauche. Also, da muss man zum Teil nochmal schauen, dass man das wirklich alles richtig einstellt. Und sehen wir an, was sich da hinten versteckt. Looking like the last part. So, hier haben wir noch ein. Und wenn ihr das mit dem Anwesen könnt, danke. Eine Münze. Dann geht's zurück. Mich wundert zwar ein bisschen, weil uns irgendwie noch so von diesen Blumen was fehlen, aber ich wüsste nicht, wo da noch welche sein sollten. Tun wir das Ding jetzt erstmal zurücksetzen. Dann ziehen wir weiter. Weil ich glaube, genau, die Lokomotive ist jetzt fertig. Und ich glaube, da werden wir jetzt wohl einsteigen müssen.
Yay, weiter geht's. Soup, Soup. Bin ja mal gespannt. So, man muss jetzt hier auf nichts achten und nichts irgendwie hier verschießen oder so. Weil das war übelst nice, wie das hier aussieht. Ja, doch, hier tatsächlich. Junge! Okay, da haben wir zwei bisschen verkackt. Kann man irgendwie zurück? Nee. Okay, haben wir ein bisschen verkackt. Zwei Stück kann man irgendwo liegen lassen. Aber nur von einer wusste ich definitiv nicht, wo die ist. Das heißt, es geht schon. Sei mal zufrieden und hüpfen rein ins Ziel. Yay! Yeah. Das haben wir auch gut gemacht. War doch ein lustiges Level. Lustiger Einblick in... Joa. Das haben wir geschafft. Leben haben wir auch geschafft. Da haben wir eine leider verfehlt. Also haben wir insgesamt das in ganzen Ordnung abgeschlossen. Drei Blumen haben leider... Hatten wir zu wenig, aber es macht nichts, ne? War ja trotzdem sehr interessant zu sehen. Was ist nun? Oh, der Hund, der ist ja richtig süß. Oh, viele Hunde. Was willst du nun? Such sie, sorgst du Weltkarte. Ja, wir suchen die Hunde. Ui, das ist ein kleines Excel-Level, oder wie? Sammel die Snuffsinn. Berühre einen Snuffsinn, damit es dir folgt. Na dann, let's go. Ich weiß ja gar nicht, wie wir die jetzt irgendwie hier... Da war mal eins. Jetzt war kein paar was wir machen müssen, aber... Also wir müssen einfach die Runde hier fangen, okay. Ich glaube, das bekommen wir hin. Ha! Ist meistens wieder neue Leben nach, das ist auch immer sehr schön. Oh, da haben wir aber nur begrenzte Zeit, das heißt, da müssen wir aufpassen. Schieß. Lul. Muss man aufpassen, was wir drücken. Ich habe halt keine Ahnung, wo die anderen Hunde sind hier. Ob wir das jetzt in der geforderten Zeit hinbekommen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, aber wir werden es sehen. Hier sind auch nirgendwo hinten die. Ich glaube, hier hinten war nochmal irgendwo einer. Ach, sowas gibt einen Fall im Leben. Ich habe es jetzt halt nochmal eingesehen. Wunderbar. Oh, und da ist der dritte. Nee. Hä? Ich habe jetzt auf einmal zwei. Hast du hinten nicht getroffen, bin ich dumm? Ach shit, da habe ich jetzt das Bild gewartet. Ach so, man sieht die Hunde da quasi hoch. Das ist ja witzig. Achso, das ist gar nicht, wir haben gar nicht begrenzt, dass das halt die wir jetzt dafür verwenden oder wie. Das ist ja witzig, dass man die Hunde irgendwie auch andauernd für sowas verwenden kann. Und zwar kontinuierlich. Und da haben wir die alle. Na wunderbar. So, dann dürfte das Chili auch nicht weit weg sein. Haha, ja was. Supidupi. Das ist doch lustig. Yay, wir freuen uns. Und haben unsere Hunde eingesammelt. Macht Spaß. Macht wirklich Spaß.
Yay, wir haben alle drei und ja gut, das Heal von 2.30 haben wir es aber nicht ganz geschafft. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir dafür verbraucht haben. Gebraucht haben, aber ich glaube, das war ein bisschen drüber, aber war relativ knapp, glaube ich. Das heißt, alles. Yoshi! Wie hat dir die Sonnenstation gefallen? Hattest du eine schöne Zeit? Ich hatte gehofft, man könnte mir da vielleicht etwas besorgen. Benötige folgendes, 5-mal die Kuh. Hast du sie im Graswald gesehen? Versuche 5 davon einzusammeln. Einfach mit dem Eiern bewerfen. Okay. So, let's do this. Ach, okay, Vorderseite ist normales Level. Rückseite ist dann so dieses für die Hunde. Gut, dann machen wir nochmal das. Und schauen, dass wir 5 Kühe einsammeln. Das finde ich auch witzig, dass man hier so verschiedene Aufgaben hat, die man machen kann. Meinen Sie, 5 Kühe finden das ja relativ schnell. Ich konnte auch nochmal Ausdauer halten nach dem letzten uns noch fehlenden, nach den letzten beiden Blumen. Müssen wir die auch noch erwissen. So, die hinten haben wir auch nochmal eine Kuh, die wir anfixieren. Wunderbar. Boah, das ist gerade wieder knapp. Aber es ging auch. Einmal die Kuh da hinten, einmal dieses Riesending hier. Ah. Ich glaube, die haben wir schon eingesammelt, oder? Ja. So haben wir das Haus wenigstens umgeschmissen. Ist ja auch ganz lustig. Und Walle geht hier so genug nach. Das ist ja kein Problem. So, jetzt haben wir alle 5 Kühe. Aber ich kann das Spiel noch fortsetzen. Weil ich, wie gesagt, dann noch die letzten beiden von den Blumen schauen kann, wo die sind. Weil die sind, glaube ich, auch nicht so krass weit weg. Jetzt müssen wir die nur auch nochmal suchen, oder wie? Na gut, das geht jetzt auch relativ schnell. Hier war das erste. Dann. Ach, du kleiner Muluk. Oh. Wunderbar, hier war die Blume, die uns jetzt noch fehlt. Ja, moin, wenn jemand einfach alles so wegblasen kann, was an hier in die Quere kommt. Gut, hier ist das zweite Stück. Das dritte war ja auch irgendwo. Gehen wir da vorne erstmal geschwind hier das Zeiger töten. Genau, weil wir brauchen viel von den, Werfungsdingern für später. So, hier müssten wir, glaube ich, hier hoch. Und das war hier, irgendwo hier. War doch, nee, aber hä, wo war denn das letzte Teil? Das war irgendwo hier am Gebäude. Ich habe das Level gerade erst gespielt, aber das weiß ich jetzt nicht mehr, wo es. Doch, doch, das war irgendwo da hinten. Ziemlich, ziemlich sicher. Ja, hier war's. Wunderbar. Haben wir die dritte Teile auch wieder relativ zügig eingesammelt. Muss nur gleich schauen, dass es mich nicht allzu dumm anstellt. Und wenigstens die letzte von den Blume auch noch bekommen. Bin zufrieden. Mit dem ganzen Spaß. Let's go. Schub, 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 die Eisen. So, das war da hinten irgendwo, wo die letzte
Bin ganz mal ehrlich. Oh, ist er auf die Stelle so fixiert. Weil im Fahren da irgendwas zu treffen und in sowas bin ich überhaupt nicht gut. Aber wir haben es jetzt geschafft, wunderbar. Sag ja, wenn sich gerade der letzte Volltrottel einstellt und das machen sie bekanntlich öfters, ist das so machbar? Hier. Yay, yeah, was rausholen. So, wunderbar. Haben wir ein Level nochmal gespielt, haben wir jetzt auch alles eingesammelt. Sehr gut. Also nur die eine Mütze damals nicht mehr, aber das ist keine Ahnung, wo die gewesen wäre. Egal. Sei mal zufrieden, so wie es ist. Sei mal zufrieden, so wie es ist. Juhu, Kuh gefunden. Und dafür ist wohl, dass sie übers Bar überschreiben. Was überreißen. Ach so, danke. Die wir bestimmt später brauchen. Das ist eine Grinseblume. Mit Grinseblumen erhält man Zugang zu neuen Gebieten. Man kann sogar einen kleinen Blick in die Gebiete werfen. Toll, oder? Bis bald. Ah ja. Ist ja mal interessant. Jo, und hier haben wir jetzt einen kleinen Trailer. So, Yoshi's Crafted World, was im März erscheint und auch bei mir erst das Play losgeht. Mit dem Trailer tue ich mich mal verabschieden. Danke fürs Hosauen von diesem kleinen Let's Test. Ich freue mich auf März, wenn das Play losgeht. Macht's gut. Ich bin raus. Und ciao!